herzlich willkommen zu einem So Kawaii Unboxing. Wir sind ja ein bisschen hinterher, das ist ja nichts Neues. Aber die Sachen werden ja nicht schlecht. So, was sind wir denn? Wir sind im Februar angelangt. Love is in the air ist das Thema. Also ich schätze mal, alles Valentinstags-Schnickschnack. Es geht schon mal hervorragend los. Mit richtig gut. Ich liebe ja die Haushaltswaren in dieser Box. Das ist eigentlich immer das Geilste. Ein Hello Kitty. Wie heißt das? Wie ist das richtige Wort dafür? Pfannenwender? Spatula? Ich kann immer nur an SpongeBob denken, wenn ich diese Dinger sehe. Aber er ist sehr süß. Ich bin aber so ein Kandidat, der lässt das in der Pfanne schmelzen. Also ich hoffe, er ist robuster, als er aussieht. Ja, aber hervorragend. Dann haben wir als nächstes... Oh, Pokémon Evoli Sticker. Richtig cute. Oh, es gibt ja jetzt auch so eine neue Stationery Box, ne? Und ich muss mich so zusammenreißen, dieses Abo nicht abzuschließen, weil ich ertrinke in Washi-Tape und Stickern und Kram und Blöcken. Aber ich habe die gesehen und ich war sofort so, kaufen, in den Warenkorb ziehen. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht schenke ich mir das selber zum Geburtstag im Juli. Mal schauen. Evoli-Sticker, immer gut. Passend zu den Evoli-Stickern gibt es einen Evoli-Kugelschreiber. Show Pro. Keine Ahnung, ob das eine krasse Marke ist, aber Kugelschreiber können wir immer gebrauchen. Dann gibt es ein... Sumi Kogurashi, ich habe endlich den Namen gelernt. Kaffeebecher. Es ist leider ein Einwegbecher, aber der Becher ist hier nicht das Interessante, sondern dieses Ding für außenrum, das du dann immer so tragen kannst, wenn du nach Harajuku fährst. Ich weiß auch nicht, wofür man das benutzen soll und wohin man fährt. Wahrscheinlich benutzt man das einfach nur, um es auf Regal zu stellen. Es ist auf jeden Fall sehr süß und es ist der Eisbär. Ich kann mich immer nicht entscheiden, was ich am liebsten mag. Ich mag das Schnitzel super gerne von denen. Und Ebi ist auch richtig süß, also dieser Schrimp. Eigentlich sind alle richtig niedlich. Und dieses kleine Bento ist auch voll süß. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Charakter ihr von denen am liebsten mögt. Dann haben wir als nächstes einen großen Lila Kuma-Plüschi. Habt ihr alle die Netflix-Serie gesehen? Ich fand die so cool. Die war richtig nice. Boah, big boy. Wow, man kann in sein Herz irgendwas reintun. Keine Ahnung, so eine Heiratsantragsgeschichte oder einfach Geld. Und er hat auch... ein Reißverschluss hier hinten. Ich finde das super creepy. Was ist da drunter? Was steckt bitte da drin? Man hat es ja in der Serie nie gesehen. Man hat nur gesehen, dass sie die manchmal gewaschen haben. Und er redet ja auch nicht. Er macht ja immer nur so... Also naja, ob sie das jemals revealen werden? Wahrscheinlich nicht. Dann gibt es irgendwas zum Hinstellen. Es ist die Kirby Terrarium Kollektion. Oh, richtig süß. Okay, es sind Blind Box. Es gibt Naptime, Dive into Cloud, The Fountain of Dreams, Kirby and Wispy Woods, Ice World und Ice Cream Island. Okay, ich hätte am liebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, The Fountain of Dreams. Dive into Clouds auch richtig süß. Naja, wir schauen mal. Jetzt müsste Sophie da sein, weil sie ist der Blindbox Master. Was immer sie haben möchte, sie kriegt es. Es ist ihre Superkraft. Ich habe bekommen Ice World. Naja, okay. Aber es ist Kirby, es ist trotzdem süß. Und es passt total gut, weil ich im Moment auf Instagram mit diesen Kirby-Memes zugeballert werde und ich finde jedes richtig witzig. Ich glaube, das geht einher, weil ich diese ganzen Ein-Baby-Memes auch richtig lustig finde. Okay, also es ist doch sehr, sehr süß. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte zwar gerne ein anderes haben, aber es ist wirklich unfassbar niedlich. Ich finde diese ganzen kleinen Terrarium-Geschichten sind immer richtig süß. Ich habe ja auch eins mit Pikachu und Rilakkuma mit so einer Tasse und so. Ich habe nichts gesagt, ich nehme alles zurück. Es ist super cute. Und jetzt möchte ich alle haben. Dann, last but not least, es ist sehr groß. Es ist eine Pompompurin-Kuchenform. Oh, ich liebe ja Pompompurin. Oh, es gibt sogar eine Backanleitung. Also eine Backanleitung, ein Rezept heißt das, glaube ich. Richtig cute. Also ja, es ist auf jeden Fall für Kuchen. Man könnte theoretisch auch Pudding da drin machen. Möchtet ihr gerne ein Kochvideo sehen, wie ich Pompompurin zubereite? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ja, Kuchenform und Spatel und Kaffeebecher. Diese Box ist einfach geil. Also wenn ihr die bestellen wollt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Das ist perfekt. Irgendwann ist einfach wirklich jedes Stück in meiner Wohnung niedlich. Ich weiß nicht, wer als nächstes Geburtstag hat, aber ihr kriegt wahrscheinlich einen Pompompurin-Kuchen. Gut, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Item euch am besten gefallen hat. Und außerdem auch gerne mal den Abo-Knopf drücken und die Glocke bimmeln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.